Zwei Jahre und drei Monate nach dem symbolischen ersten Spatenanstich am 4. Juli 2012 ist am Donnerstag das Jugendwerk im Nordenhammer Stadtteil Blexen offiziell eröffnet worden. 175 Euro sind in das Tochterunternehmen der Dillinger Hütte investiert worden. Entstanden ist auch eine Schwerlastkaie mit zwei Krananlagen zur Auslieferung der Windenergie geladenen Fundamente auf dem Seeweg. Rechtzeitig zur Eröffnungsfeier ist der erste Megamonopall mit einem Durchmesser von 7,8 Metern aus den neuen Fertigungshallen gerollt. Diese Röhre aus Stahl ist 63 Meter lang und wiegt 891 Tonnen. Weltweit ist bisher kein Rohrfundament für Windkraftanlagen auf See mit einem so großen Durchmesser hergestellt worden. Steelwind will in Nordenham in den nächsten 1,5 Jahren 80 solcher Megamonopiles für einen Windpark an der Nordsee fertigen. Zurzeit sind etwa 125 Mitarbeiter beschäftigt. Ab Ende 2016 sollen es bei Vollauslastung der Fertigung 280 bis 300 sein.